willkommen hier im Sportpark in Freiburg. Ich bin Melanie, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich werde jetzt eine Einheit Mobility, also Beweglichkeit, Koordination mit euch machen. Eine ruhigere Stunde, aber trotz allem anspruchsvoll. Ihr schaut, was für euch heute geht. Das ist euer Training für euch zu Hause. Guck, was dir gut tut. Und dann starten wir im Vierfußstand auf der Matte. Schaut mal, dass ihr hinten eure großen Zehen aneinander legt und dann öffnet eure Knie mal mindestens schulterbreit. Schiebt ihr euer Gesäß mal ganz weit zurück auf eure Fersen. Die Arme bleiben lang, schiebt sie nach vorne und dann lasst den Oberkörper sinken und legt jetzt mal nur die Stirn ab. Unterarme bleiben weg vom Boden. Atme hier mal ganz tief zwischen deine Schulterblätter ein und durch deinen leicht geöffneten Mund wieder aus. Tiefe Atemzüge durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Zieh die Einatmung mal ganz tief bis zum unteren Rücken und nimm beim Ausatmen eine leichte Spannung im Unterbauch wahr. Tief ein und lang aus. Löse mal die Stirn von deiner Matte. Schau zu deinen Füßen und mit der nächsten Einatmung roll dich mal so rund wie möglich nach oben auf und dann schieb dich mit langer Wirbelsäule wieder tief. So rund wie möglich aufrollen und lang wieder zurückschieben. Versuch die Bewegung deiner Atmung anzupassen. Nächste Mal hier oben. Nimm den Blick mal über eine Schulter zur Seite und schieb dich über die Seite tief. Roll dich wieder rund auf. Blick zur anderen Seite und schieb dich über die Seite tief. Mach das mal für dich. Lange Wirbelsäule über die Seite tief und rund nach oben. Stabil in der Schulter bleibt, schau über eine Seite zurück und dann wieder in die Mitte. Über die andere Schulter und zurück. Jede Seite noch einmal.
zurück auf deine Fersen. Roll dich nochmal in den Vierfüßstand auf. Stell die Zehen auf. Löse deine Knie. Und dann heb mal dein Kreuzbein und schieb den Oberkörper lang Richtung Oberschenkel. Und geht hier mal von einem Fuß zum anderen. Nimm im Wechsel deine Fersen hoch und tief. Und dann nimm den Blick nach vorne. Lauf zu den Händen. Und roll dich hier mal Wirbel für Wirbel auf. Sehr schön. Schaut mal, dass die Füße hüftschmal sind. Eure Arme kommen lang nach oben. Geh mal tief und bring die Finger vor die Zehen. Hände hinter den Kopf. Finger vor die Zehen. Tief. Nach vorne. Tief. Und dann bleib mal lang. Macht es ein bisschen schneller. Tief, hoch. Tief, hoch. Für dich in deinem Tempo. Tief und auf. Letztes Mal. Und dann bleib dir wieder lang. Reiß mal die Finger ganz weit, zieh die Schultern tief. Ich drehe mich für euch. Lass mal die Spannung der Hände los und dann schwing mal durch. Spann die Körpermitte und komm wieder hoch. Lass los. Aufrichten. Löse. Komm hoch. Lass los. Bleib oben. Ihr kombiniert es. Geht tief und hoch. Tief. Lass los. Kontrolliert nach oben. Tief und hoch. Lass los. Tief. Wenn du möchtest, löse mal die Fersen beim Schwung. Bauchspannung kontrolliert. Löse. Letztes Mal. Und dann bleib lang. Schultern tief. Nimm jetzt die Hände hinter den Kopf. Schieb zur Seite. Komm hoch. Andere Seite. Eine Hand vor, die andere zurück. Aus und ein. Schöne Rotation im Oberkörper. Zur Seite. Mitte. Letztes Mal. Nimm die Arme auf Schulterhöhe. Und öffne die Füße hier mal ganz weit. Zehen und Knie sind nach außen. Arme sind lang. Ausatmet, mach dich rund. Einatmen, komm hoch. Rund. Und öffne. Aus. Und ein. Aus. Ein. Letztes Mal. Und dann setz dich mal tiefer und bring die Handrücken an die Oberschenkelinnenseite. Bleib hier mal schön aufrecht, feste Körpermitte. Kreis mal mit dem rechten Arm nach hinten und dann schieb die Hand vor. Kreis zurück, schieb vor. Ein- und ausatmen. Im Tempo schneller. Ein, aus, ein, aus. Letztes Mal. Bring die Hand zurück. Setz dich wieder schön tief. Linker Arm langsam ein. Und ausatmen. Ein und aus.
Minuten. Lang und vor. Lang und vor. Ein, aus. Letztes Mal. Sehr gut. Platziere mal die Daumen oberhalb vom Knie. Dreh mich nochmal und mach die Vorderseite nochmal ganz lang. Ihr dreht die Finger ein, werdet rund. Schieb dich wieder hoch. Mach dich rund. Länge. Rund werden. Länge. Rund. Letztes Mal tief. Und dann komm hier nach oben. Dreht mal beide Fersen zurück. Die Füße sind weit geöffnet. Ihr könnt die Hände jetzt oberhalb vom Knie aufstellen. Dann sind die Arme gebeugt. Wichtig ist jetzt Länge vom Scheitel bis zum Kreuzbein. Wer mag, kann die Hände unterhalb vom Knie aufstellen. Der Unterbauch spannt. Gewicht verlagert sich nach vorne Richtung Zehen. Lange Wirbelsäule, Nasenspitze zeigt Richtung Boden. Dann greift ihr mal mit beiden Händen die Oberschenkelrückseite rechts oder die Wade und zieh dich hier mal in den Stretch ran. Hände wieder aufstellen, Länge in der Wirbelsäule. Anderes Bein greifen, Stretch. Einatmend Länge, ausatmend ranziehen. Macht es mal für euch. Lange Wirbelsäule, Stretch. Jede Seite noch einmal. Haltet nochmal die lange Wirbelsäule. Fersen eindrehen, Hände aufstellen. Und dann steigt mal zurück in den Stütz. Schaut nochmal, dass das Gesäß tiefer als die Schulter ist. Zieh die Schulter zurück Richtung Gesäß. Stell mal einen Fuß auf die Ferse vom anderen und schieb dich hier mal über die Zehen vor und zurück. Mobilisier mal die Hand- und Fußgelenke vor und zurück. Und dann bleib in der Mitte, wechsel die Füße und schieb dich hier wieder vor und rück. Vor und rück. Bleib in der Mitte. Senk die Knie. Setz dich auf deine Fersen zurück. Und dann nimm mal den rechten Fuß nach vorne. Und lass hinten vom linken Fuß die Zehen aufgestellt. Hier geht es mit dem Oberkörper mal tief. Beide Hände unten. Jetzt öffne die Hand vom vorderen Fuß Richtung Decke. Geh wieder tief. Bring beide Arme nach oben. Hand vom vorderen Fuß öffnen. Und ihr kommt hoch. Öffne. Und lift. Öffne. Bleib nochmal tief. Wenn du möchtest, schieb die hintere Ferse weg. Langes Bein, fester Oberschenkel. Gleiche Übung. Öffne. Beide Arme hoch. Lift. Dein Tempo. Entweder das hintere Knie aufgestellt oder das Bein in der Länge. Weit öffnen. Lift. Öffnen. Hoch. Letztes Mal. Bleib tief. Hinteres Knie zum Boden. Vorderer Fuß geht zurück. Wechsel die Beine. Oberkörper bleibt tief.
andere ab. Öffnet. Ihr kommt über die Mitte hoch. Öffnet. Über die Mitte hoch. Lift. Letztes Mal. Und dann entscheide wieder selbst, wenn du magst. Schieb die hintere Ferse weg. Spann den Oberschenkel. Öffne zur Seite. Komm in die Mitte hoch. Zügiger vom Tempo. Mit Knie am Boden oder das Bein lang. Schau, was für dich gut geht. Ein letztes Mal. Und dann bleibt ihr tief. Zieh den hinteren Fuß nach vorne und roll dich mal Wirbel für Wirbel. Zum Stehen auf. Kreis mal die Schultern. Sehr schön. Schaut jetzt nochmal, dass ihr eure Füße über eure Matte geöffnet habt. Sehen Sie nach außen. Arme gehen lang hoch. Linke Hand geht zum Boden, die rechte zum Oberschenkel. Komm wieder hoch. Rechte Hand zum Boden, linke zum Oberschenkel. Tief. Hoch. Tief. Schau, dass ihr die Knie gut beugt, dass die ganze Handfläche am Boden aufstellen kann. Tief. Und hoch. Tief. Auf. Tief. Ich bin jetzt euer Spiegel. Eure linke Hand bleibt am Boden. Rechte auf dem Oberschenkel. Jetzt steig mal mit dem linken Fuß durch nach vorne. Öffne wieder. Und komm hoch. Rechte Hand zum Boden. Linke zum Oberschenkel. Der rechte Fuß steigt nach vorne durch. Stabil in der Schulter. Öffne wieder. Komm hoch. Tief. Steig durch. Öffne. Und hoch. Mach das in deinem Tempo. Jede Seite noch einmal. Bleib hier. Alle gemeinsam. Linke Hand aufstellen. Der linke Fuß steigt durch und dann setzt ihr euch mal schön ab. Genau. Euer linkes Bein nach vorne. Rechter Fuß gut aufgestellt. Die linke Hand nehmt ihr weit von der linken Schulter weg zur Seite. Eure rechte Hand greift sich jetzt vom linken Fuß, den Fußballen und die Zehen. Schiebe den Fuß mal fest in die Hand und dann merkt ihr schon, dass das Brustbein hier nach oben kommt. Der Druck vom Fuß stabilisiert euch jetzt in der Übung. Hand gut im Boden verankert. Jetzt spann mal die Körpermitte. Hebt mal das Gesäß leicht an. Jetzt zieht ihr das Knie Richtung Schulter und dann setzt dich wieder zurück. Knie Richtung Schulter. Absetzen. Ein. Ausatmen. Ein. Aus. Bleib hier. Setz dich ab und bring den linken Fuß mal auf den rechten Oberschenkel. Schau jetzt, dass die linke Schulter gut verankert ist. Linke Hand weit aufgefächert. Rechte Hand kommt zur Decke. Heb hier mal das Becken an. Und dann
dann stellt beide Hände nebeneinander und schiebt das linke Bein mal in die Länge zurück. Zieh das Knie vor zwischen die Arme, schiebt das Bein lang, nach vorne, Länge, ranziehen, lang schieben, zweimal, Länge, vor, letztes Mal, halt das Knie nach vorne, dreh die Ferse zurück, setz dich ab, löst das Bein, stell mal beide Hände vorne auf, steig wieder durch, komm nach oben, rechte Hand tief, rechtes Bein lang, öffne und komm hoch, wechsel die Seite, kick nach vorne durch, Länge, sehr gut. Und hoch. Kick. Jede Seite einmal. Und dann bleib in der Mitte. Ihr ahnt, was kommt. Gemeinsam. Rechte Hand zum Boden. Linke Hand auf den Oberschenkel. Euer rechter Fuß steigt nach vorne und ihr setzt euch ab. Sehr gut. Linker Fuß aufgestellt, rechte Hand weit zur Seite. Schieb dich hier schon mal hoch aus der Schulter und dann greif mit der linken Hand den vorderen Fuß. Schieb dir den Fuß fest in deine Hand, heb das Brustbein an. Körpermitte spannt und dann heb mal das Gesäß. Zieh das Knie Richtung Schulter, geh wieder tief. Knie Richtung Schulter, lang. Lift, Mitte. Lift und tief. Ran, Mitte. Bleib hier hinten, setz dich ab und bring den rechten Fuß auf deinen linken Oberschenkel, auf den hinteren. Fuß gut aufgestellt, Hand fest verankert, linke Hand löst zur Decke. Ihr hebt das Gesäß, stell die Hände nebeneinander und dann schieb dein rechtes Bein lang zurück. Mit der Ausatmung Knie vor. Ein, lang zurück. Aus. Ein. Weit nach vorne ziehen. Lang zurückschieben. Vor. Rück. Vor. Und dann halt das Knie nach vorne. Gib die Ferse zurück. Setzt euch wieder ab. Rechtes Bein lang zum Boden, Hände aufstellen, in die Mitte hoch, lang nach oben. Lass mal los. Sehr gut, ihr seid super. Lasst los. Öffnen. Letztes Mal. Löst die Arme und schließt mal die Füße auf eurer Matte. Verankert die Füße mal fest, Außenkanten und Innenkanten schieben fest in eure Unterlage. Nimm mal die Hände zur Seite, Schulter tief und dann hebt ihr mal alle euer rechtes Bein nach oben an. Nimm jetzt mal deine linke Hand nach vorne, als wenn ihr ein Tablett in der Hand haltet und die rechte Hand zurück. Wechsel hier mal die Arme. Wechseln. Genau.
nimm das Bein über die Seite, zurück, lange Zehen, hoch, ran, mach die Zehen lang und leg hier den Fußrücken auf. Anheben, vorne kreuzen, zurück, langer Fuß. Jetzt schieb mal deinen rechten Fuß weiter zur Seite, lass dir Zeit und schaut mal, wie tief ihr euch absetzen könnt. Komm wieder nach oben und kreuze. Ihr entscheidet, wie weit ihr den Fuß zur Seite nehmt. Wenn ihr Probleme in den Knien habt, geht nur so tief, wie es für euch geht. Jeder für sich. Einmal noch. Und dann bleib hier. Öffne die Arme nochmal. Ihr macht jetzt einen weiten Schritt nach rechts. Taucht hier mal ein. Und dann zieht das Knie wieder hoch. Großer Schritt nach rechts. Anheben. Weit zur Seite. Und lift. Letztes Mal. Und dann kombinier. Über hinten. So tief wie es für dich geht. Wieder aufrichten. Weit zur Seite. Kreuze. So tief, wie du möchtest. Oder kannst. Kreuze. Letztes Mal. Zurück. Und dann stell den Fuß ab. Öffne die Füße mal weiter. Heb die Hände. Mach dich mal ganz rund, lang hoch, tief über die Seite, rund, Länge, mach das für dich, letztes Mal. Und dann nimm die Hände nochmal in der Schulterlinie zur Seite. Beide Füße gut im Boden verankern. Zieh die Arme. Schieb mal die Hände weit auseinander. Und dann heb mal dein linkes Knie an. Bring die rechte Hand vor, die linke zurück. Wechsel die Hände. Als wenn ihr vorne ein Tablett haltet. Und dann nimm das Bein mit. Geh tief, Fußrücken lang und wieder hoch. Lange Zehen, Fußrücken legt hinten auf und komm hoch. Entscheide du, wie weit der Fuß sich zur Seite schiebt. Wie weit ihr tief gehen könnt und dann wieder kontrolliert nach oben. Schau, was von den Knien für dich geht. Langer Fuß tief und dann haltet oben. Ihr steigt jetzt weit zur linken Seite, taucht ein. Und zieh das Knie wieder hoch. Weit zur Seite. Lift. Ausatmen. Und ein. Und dann kombiniert für euch. Über die Seite. So tief wie möglich. Aufrichten.
weit zur Seite. Kreuze. Zurück. Zur Seite. Zweimal noch. Seite. Der letzte. Zur Seite. Löse. Füße wieder schulterbreit. Nochmal Hände verklinken. Ganz rund machen. Bleib mal rund. Zieh mal den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Schultern auseinander. Kinn zum Brustbein. Wenn du möchtest, nimm mal die Fersen nacheinander hoch. Halt und atme. Kinn zum Brustbein. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Senk die Fersen. Richte dich wieder auf. Und dann kommt ihr tief auf eure Matte. Genau. Ihr nehmt jetzt, ich versuche wieder euer Spiegel zu sein, euren linken Fuß weit nach vorne. Achtet hier wieder drauf. Linke Ferse steht vor dem linken Knie. Und dass der Fuß ein bisschen weiter zur Seite steht. Eure linke Hand nehmt ihr zurück auf euer Kreuzbein und der rechte Arm kommt nach vorne. Jetzt schieb mal das Knie weit nach vorne, bring mal die Hand zum Boden und dann guckt ihr mal, wie tief ihr euren Unterarm auf den Boden senken könnt. Komm hoch, aktiviere die Körpermitte. Und dann zieh oben die linke Hand in eine Rotation zurück. Knie schiebt vor, Unterarm geht tief. Nach oben, Rotation. Wenn ihr möchtet, atme aus nach vorne. Ein, nach oben. Knie weit vor. Zieh die Hände auseinander. Vor. Und öffne. Noch zweimal. Der letzte. Und dann haltet oben in der Rotation. Zieh die Hände nochmal weit auseinander. Schau, dass die Schultern tief sind und schieb das Becken nach vorne. Haltet und atme. Tief ein. Lang aus. Und dann löse mit dem Ausatmen die Hände. Bring das linke Bein zurück. Rechter Fuß nach vorne. Hinten die Zehen aufgestellt. Eure rechte Hand kommt nach hinten auf euer Kreuzbein. Der Fuß steht wieder leicht zur Seite. Linker Arm lang. Schiebt das Knie vor. Hand kommt zum Boden. Und dann schau, wie weit der Unterarm sich senken kann. Zieh dich wieder hoch. Hintere Hand löst. Rotation. Weit nach vorn. Geht tief. Anheben. Hände auseinander. Atme aus und ein. Weit vor. Lang zurück. Tiefe Atemzüge. Zweimal noch. Und dann haltet oben in der Rotation. Schultern tief, Becken nach vorne, Hände auseinander. In die Länge ein.
Und ausatmen, dreh dich vielleicht noch ein bisschen mehr. Halt nochmal für 3 tiefe Atemzüge. Tief atmen. Und dann löst die Hände. Stell das Knie zurück. Knie sind geöffnet. Schieb dich nochmal für einen Moment auf deine Fersen. Die Arme gehen zurück. Lass den Oberkörper sinken. Leg die Stirn ab. Und wenn du möchtest, nimm das Becken mal ganz locker von einer Seite zur anderen. Dann bleibt wieder in der Mitte. Rollt euch zum Sitzen auf. Und dann nehmt ihr eure Füße nochmal nach vorne. Ihr habt es fast geschafft. Füße an den Anfang eurer Matte. Ihr spannt jetzt nochmal eure Körpermitte gut an. Ganzer Fuß ist aufgestellt. Hebt das Brustbein stolz nach oben an. Und dann kommt ihr hier mal weit zurück. Löst eure Hände. Und dann nehmt die Hände mal in der Schulterlinie zur Seite. Denkt dran, das Brustbein bleibt stolz nach vorne. Körpermitte fest. Ich drehe mich zu euch. Bleib hinten. Eure linke Hand schiebt nah am Körper zur rechten Hand. Und dann öffne wieder. Ausatmen, schieb zur Seite. Ein, öffne. Zur Seite und öffne. Wenn ihr möchtet, nehmt ihr den Arm über oben zurück. Atmet aus und ein. Aus und ein. Und wer will, kann jetzt das rechte Bein lang strecken und dann das linke. Immer noch an die Atmung denken. Aus und ein. Zweimal noch jede Seite. Letztes Mal. Und dann löst die Hände in die Kniekehlen. Richtet euch auf. Ihr habt es geschafft. Arme lang nach vorne. Fang mal mit der Lendenwirbelsäule an, dich ganz rund zu machen. Und dann rollt sich jeder mal von euch. Wirbel für Wirbel. So langsam wie möglich. Auf die Matte ab. Lösen. Und dann nehmt ihr die Knie nochmal ganz nah zu euch und kreist die Knie mal von außen nach innen. Wechselt auch mal die Richtung. Und dann stellt ihr die Füße nacheinander auf der Matte auf. Legt die Arme mal ganz entspannt neben den Oberkörper. Und dann sucht ihr eine Position für die Beine. Entweder ihr macht sie lang, wenn ihr sie angestellt habt, Knie aneinander oder nach außen. Und dann schließt nochmal für einen Moment deine Augen. Schau nochmal, dass dein Hinterkopf, deine Schultern und das Becken gut auf der Matte aufliegen. Und dann versucht die nächsten 1-2 Minuten nichts mehr an dieser Position zu verändern. Schließt die Augen, spürt nochmal für einen Moment nach. Nehmt nochmal wahr, wie ihr mit jedem Ausatmen mehr Gewicht an eure Matte abgeben könnt.
immer tiefer in die Unterlage sinkt. Wieder Bewegung in eure Finger und eure Zehen und in die Hand- und Fußgelenke. Wenn du möchtest, dann streck dich noch mal ganz lang aus oder wer mag, zieh die Knie noch mal zu sich ran. Schau, was dir jetzt gut tut. Öffnet ihr langsam wieder die Augen und kommt für euch nochmal zum Sitzen auf eure Matte nach oben. Schaut nochmal, dass ihr die Füße nach vorne kreuzt und dann atmet nochmal ganz tief über die Seite ein, schließt die Fingerspitzen und atme aus. Tief ein und aus. Mit der nächsten Ausatmung geht deine rechte Hand zurück und die linke nach vorne. Wieder in die Mitte ein und wechseln. Mach das für dich. Seite noch einmal. Und dann nimm die Arme noch mal über die Seite tief. Noch mal ganz lang einatmen. Ihr schließt eure Hände. Nehmt sie ausatmen bis zur Stirn. Atmet hier tief ein. Ausatmen zum Herzen. Atmet hier nochmal ganz tief für euch ein und dann löst ihr eure Hände und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Mitmachen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald!